Lass dich nicht von Fickern ficken, denn sie zerficken dich. Und wenn dich mal ein Ficker fickt, merkst du, er gibt einen Fick auf dich. Lass die Pisser pissen, denn ja, sie pissen dich an. Doch dreh dich lächelnd um und grüß den Wind von mir. Erzähl doch mal, wie ist der entstanden? Naja, ich war ja lange, bevor es YouTube gab, schon Sängerin und habe als Songwriterin gearbeitet für Menschen und hatte unfassbar Lust, wieder zu schreiben. Und hatte so einen Claim die ganze Zeit im Kopf, der da eben hieß, lass dich nicht von Fickern ficken. Das war so ein Aufmunterungsspruch, den ich auch meiner kleinen Schwester mal geschickt hatte und so, weil es irgendwie so, es hatte was sehr Aufmunterndes und war aber auch nicht so, das Leben ist übrigens nur rosarot und altertail, sondern es war irgendwie so ehrlich, witzig und trotzdem irgendwie aufmunternd. Und dann habe ich einen Song dazu geschrieben, einfach so, weil ich Lust hatte. Und habe total lange nach Bildern gesucht, die ich dafür verwenden will. Ich hatte total viele Visionen von, oh, man müsste dann irgendwelche Wildschweine zeigen oder wie auch immer. Und irgendwie fand ich dann alles mit der Zeit nicht mehr so gut. Und habe tatsächlich alte Aufnahmen gefunden bei mir noch auf dem Rechner von einem Fotoshooting, was wir mit dem Verein gemacht haben. 301 plus. Genau, genau. Und ich fand es irgendwie so schön, weil das waren so ehrliche Off-Momente, wo einfach irgendjemand sich heimlich die Kamera genommen hat und mitgefilmt hat. Und das war so ein Moment, wo ich so dachte, irgendwie finde ich das schön. Das hat so ein Sommerfeeling und will jetzt gar nicht so viel noch mehr erzählen. Und genau, es ist auch so, war einfach so ein schöner Moment, wo ich dachte, das ist gut. So, ich will jetzt auch nicht, dass es so ein Zeigefingerlied wird. Marie Meimer, ganz herzlich willkommen. Hallo. Republika hier in Berlin. Sag mal, genau, du bist YouTuberin, Sängerin, Musikerin und Vorsitzende des Vereins 301 Plus. Yes. Das ist eine Truppe von wie viel seid ihr? 20? 15. 15 YouTubern, die sich zusammengeschlossen haben, weil ihr sagt, hey, zu viel Kommerz. Jein. Wir sagen, das ist nicht alles. Also jeder von uns ist, glaube ich, und jeder von uns ist froh, mehr oder weniger mit Webvideo oder um das Webvideo-Thema herum Geld zu verdienen. Und finden das auch wichtig und schön, wenn man 7 Tage die Woche arbeitet, dass dann auch der Kühlschrank voll ist, wenn man abends nach Hause kommt. Also wir sagen jetzt nicht nur Hippie Olé, aber ich glaube, es gibt ganz viele Themen, die in den letzten Jahren aufgekommen sind, die wir sowieso immer abends diskutiert haben, wenn wir bei mir am langen Esstisch saßen, weil wir einfach wirklich auch ein Freundeskreis waren, bevor wir ein Verein geworden sind, wo wir gesagt haben, das muss auch nach draußen. So. Es gibt ganz viele Themen, die mir zum Teil auch ehrlich gesagt auf der Republika dieses Jahr noch gefehlt haben, die wir diskutieren müssen als Szene. Wie zum Beispiel? Naja, dass wir einfach mal ganz konkret sagen, nicht nur YouTuber, und ich selber bezeichne mich gar nicht als YouTuberin, sondern als Webvideoproduzentin, weil ich gar nicht nur klassisch Fulltime-YouTuberin bin, überhaupt nicht. Es gibt bestimmte Themen, die, glaube ich, alle angehen, die im Netz Inhalte produzieren. Das ist irgendwie, wie kennzeichnen wir Kooperationen und Sponsoring und Placements und wie unterscheiden wir diese Dinge und setzen wir uns als allererste zusammen, als Macher, als Experten und machen einen Vorschlag für Normen dafür und zwar wirklich für Twitter und Facebook und Instagram und alles, auch übergreifend, auch mit Bloggern zusammen. Oder warten wir, bis irgendwann der Gesetzgeber kommt und uns welche aufdoktriniert, weil wenn wir ganz ehrlich sind, fehlen die und wir müssen uns da gemeinsam irgendwie dran halten. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es auch schön, sich immer wieder mit Leuten austauschen zu können, einfach auch im geschlossenen Kreis, die dasselbe machen, wie man selbst oder eigentlich auch was ganz anderes machen, aber dieselben Gedanken haben und man einfach viel diskutieren kann. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir einen großen Gap haben zwischen Dingen, die nach außen behauptet werden und dem, wie es eigentlich wirklich ist. Mal ein Beispiel. Naja, ich glaube beispielsweise, dass dieser Gap zwischen sind wir jetzt Stars oder sind wir keine Stars oder
Sind diese Community-Treffen, die wir machen, sind das Community-Treffen oder sind das Autogrammstunden? Also, dass es einfach so ohne eine Wertung einfach an der Zeit ist, dass wir bestimmte Dinge vielleicht auch, die durch den extrem schnellen Wachstum passiert sind, einfach wieder gerade rücken. Was überhaupt nicht heißt, dass das schlimm ist, Autogrammstunden zu machen, ja, sondern dass man es dann aber auch einfach so nennt. Oder dass man hingeht und sagt, ey, mein Content, der ist überhaupt nicht Webvideokunst oder Arte fürs Internet, sondern das ist RTL 2 und ich bin damit total erfolgreich. Das will ich machen. Ich habe übrigens einen Cutter inzwischen. So, ich habe ein Management und ich bezahle noch 2 andere Leute, die für mich arbeiten. Und dazu stehen und sagen, ist doch super geil, was ich mir aufgebaut habe. Und nicht so, hey, ich bin der einsame YouTuber. Und nicht so tun, als wäre man irgendwas, was man nicht ist. Weil das ist so schade, weil dadurch dann auch immer so Momente aufkommen können, dass man sagt, oh, guck mal, die lügen oder so. Wo ich dann sage, ihr müsst es gar nicht. Ihr könnt, finde ich, vollkommen stolz euch da hinstellen und sagen, ey, ich bin, keine Ahnung, 23 Jahre, ich habe mir 7 Jahre lang den Arsch aufgerissen und bin jetzt hier Unternehmerin und kann das auch mit vollem Stolz sagen und dann einfach auch dazu stehen, weil dann würden ganz viele Vorurteile und so Pseudoskandal um YouTube herum, glaube ich, total sofort verpuffen. So. Und das hoffe ich einfach. Also ich persönlich, das ist jetzt nicht eine Vereinsagenda, aber ich persönlich hoffe einfach, dass ganz viele Leute in nächster Zeit einfach sagen, ja stimmt, wieso soll ich mich eigentlich dafür schämen, dass ich Geld damit verdiene? Ist doch toll, so, ne? Ja, also was mir halt auffällt, ich bin da jetzt nicht so drin in der Szene, aber von außen betrachtet, was halt schon sehr auffällt ist, dass es bei den großen YouTubern und auch bei diesen Netzwerken, die viele YouTuber unter sich, unter ihrem Dach versammelt haben, schon, also nicht nur irgendwie ein bisschen um Reichweite geht, sondern schon extrem um Reichweite. Also klar, es werden Preise verliehen für Anzahl der Abonnenten. Ja, es wird Reichweite, Reichweite, Reichweite. Du trittst als ein mittelgroßer YouTuber, wirst du bei einem großen YouTuber platziert, um Reichweite zu machen. Es zählen die Views. Das ist irgendwie fast schon extremer als diese Quotendiskussion im Fernsehen, habe ich manchmal so den Eindruck, dass bei diesen großen YouTubern und bei denen, die damit Geld verdienen und auch bei den Netzwerken, die mit der Werbung viel Geld verdienen, die Reichweite eine enorme Bedeutung hat. Wie siehst du das? Na klar, also das ist bei ganz vielen ein Thema und deswegen meine ich ja auch, ich finde es auch in Ordnung, wenn jemand sagt, ja, darum geht es mir auch. Mir geht es um Quote. Punkt. Gibt es im Fernsehen auch Formate und Sender, die genau deswegen antreten, die auch eine Programmierung machen, um anderen Programmen von quotenstarken Programmen noch ein bisschen was rüber zu hieven. Alles in Ordnung, wenn man dazu steht und nicht so tut, als wäre es nicht so. Aber wer tut denn so, als wäre es nicht so? Naja, also ich glaube, dass generell auf YouTube noch und auch von außen eine Kommunikation ein bisschen stattfindet, die, naja, wo man noch sehr viel darüber spricht, dass man, oder dass es eher darum geht, dass Leute sich verteidigen. Ich glaube, es ist eher nicht so sehr, dass man jetzt die ganze Zeit behauptet, ich mache übrigens Webvideokunst, sondern eher, dass wenn jemand sagt, dir geht es doch nur um Wachstum, sofort denkt, man müsste sich jetzt entschuldigen. Ich glaube aber, wenn man diesen Weg eingeschlagen hat, das ist zum Beispiel jetzt nicht meine, aber wenn man diesen Weg eingeschlagen hat und den erfolgreich geht und bewusst geht, dann kann man auch dazu stehen und sagen, ja genau, mir geht es um Wachstum, um Reichtum und das ist das, was ich hier gerade erreicht habe und darauf bin ich stolz. Und ich glaube, wenn die Leute dahin kämen und so sagen, ja, genau darum geht es mir und mir geht es nicht um Kunst, mir geht es ja auch darum, tatsächlich einfach kommerziell erfolgreich zu sein, dann könnte man immer noch sagen, okay, ich bin dann mit einem Vimeo-Künstler besser aufgehoben, aber es wäre irgendwie sowas, wo man sagen könnte, okay, du stehst dazu, das ist dein Weg, meiner ist es nicht. Beschreib doch mal, wieso, also muss da jetzt keine einzelnen Leute rausgreifen, ja, aber wie sozusagen so große, erfolgreiche YouTuber arbeiten. Das ist so ein bisschen angedeutet mit Cutter. Naja, das kann man sogar pauschal gar nicht sagen. Das Problem ist, das passiert auch immer wieder, dass Leute so sagen, Marie, sag mir doch jetzt mal, wie arbeitet der YouTuber, der erfolgreich ist, oder wie produziert man erfolgreich einen YouTube-Kanal? Und dann sagen wir, sorry, es gibt halt keine Antwort darauf. Also es gibt große, erfolgreiche YouTuber, die arbeiten mit einem Cutter. Manche sind per se schon mal 3 oder 4 Leute oder 2 vor der Kamera. Die sind ja schon mal per se ein Team. Dann gibt es Netzwerke, die mit Studio ab und zu supporten, aber gar nicht immer. Und es gibt quasi gar nicht den einen Weg, weil ja auch der Content so unterschiedlich ist. Es gibt bestimmte Contents, die sind sehr viel aufwendiger im Schnitt, wo man dann merkt, ah cool, da hat jemand schon einen sehr erfolgreichen Kanal, der kann aber als Alleinproduzent und Moderator und dann auch noch Social Media Experte sozusagen gar nicht mehr als eine Folge in der Woche drehen.
wenn wir dem jetzt einen Cutter zur Seite stellen können, könnte er aber zwei drehen, wo man sagt, okay, ja super, da kann man natürlich einfach mehr Content produzieren, bei dem macht ein Cutter Sinn, bei jemand anderem macht wieder was ganz anderes Sinn. Deswegen okay. ist es leider wirklich tatsächlich nicht möglich zu sagen, so arbeitet ein erfolgreicher YouTuber, weil es die Antwort nicht gibt. Das okay. sind alles Einzelfälle so und deswegen glaube ich, kann man es so pauschal gar nicht sagen. Aber was sind denn das für Inhalte, die dir fehlen? Also wenn man jetzt sagt, die okay. mir fehlen oder nur... Ja, nee, also, ja. also, durch die, also mein Eindruck, durch ja. diese extreme Reichweitenorientierung ja. Ja, sind ganz bestimmte Inhalte und Formate besonders groß, ja, weil die eben sehr populär sind, weil die sich mit überschaubarem Aufwand leicht produzieren lassen, in hoher Frequenz, ja. Ja, Let's Plays, ja, Comedy ist schon wieder ein bisschen aufwendiger. So, ne, mein Eindruck ist, weil du aber auch, um überhaupt deine Produktionskosten wieder reinzukriegen, so viele Klicks haben musst, weil es halt pro 1000 Klicks überschaubares Geld gibt, irgendwie so 1 bis 6 Nein, Euro. Da, der Hintergrund ist da eigentlich sogar noch viel eher, desto regelmäßiger du auf YouTube veröffentlichst, desto höher steigst du im Algorithmus. Das bedeutet im Prinzip, wenn man jetzt ein sehr aufwendiges, beispielsweise Animationsvideo macht, ja. wofür man nun mal einfach Zeit braucht, jeder weiß, Animationen, wenn man das auch noch alleine macht, ist einfach ein aufwendiges Ding. Da kann man noch so tüchtig 7 Tage die Woche arbeiten, das dauert einfach eine gewisse Zeit. Wenn man deswegen sozusagen nur 2-mal im Monat ein Video veröffentlicht, dann rückt man automatisch im YouTube-Algorithmus nach unten. Und das ist sozusagen noch viel eher ein Hintergrund, sozusagen, dass YouTube-Kanäle, die sehr regelmäßig sehr viel Content veröffentlichen, der dann auch noch viel gesehen wird, sozusagen vom Algorithmus, das ist keine inhaltliche Geschichte, sondern eine Algorithmusfrage, automatisch bevorzugt werden. Genau, aber das ist sozusagen noch so ein Faktor, der ganz bestimmte Inhalte bevorzugt. Welche Inhalte fallen deiner Meinung nach unter den Tisch? Ich hatte schon gesagt, Animation, gibt es ein paar Leute, die das trotzdem machen, wo ich sage, ey, wirklich, das finde ich super toll. Fiction, noch auch zum Teil lange Formate, die aufwendiger sind. Und generell muss ich ganz ehrlich sagen, also auch Dokumentationen, also alles, was einfach ein bisschen aufwendiger ist. Ein bisschen journalistischer vielleicht auch. Ja, wobei journalistische Sachen kommen jetzt mehr und mehr. Da hat sich ziemlich viel getan im letzten Jahr vor allem auch. Das finde ich total schön. Beispiele bitte. Ach, da gibt es zum Beispiel Armes Deutschland von der Facebook-Seite auch zu YouTube. Also da gibt es einige Leute, die jetzt Mr. Wissen to go. Also da gibt es wirklich, es gibt eine ganze Wissens-YouTuber-Gruppe auf Facebook, die sich zusammengeschlossen hat. Da bin ich gar nicht Teil von. Also das ist jetzt nichts, was ich promote, weil ich sage, hey, ich mache Werbung für irgendwas. Da gibt es wirklich inzwischen Leute und okay. Dinge. Aber Fiction fehlt total. Richtige Dokumentationen fehlen total. Und ich finde auch so ein bisschen erwachsenerer Content, aber das ist halt vielleicht auch mein persönlicher 31-jährige Marie-Geschmack. Naja, einfach so, auch einfach für mich persönlich, was ich gerne sehen würde, sind auch einfach ältere Leute. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich selber einfach älter bin. So und ich so sehe, international passiert da einfach mehr, was ich mir dann auch privat anschaue und jetzt nicht nur jobweise. So. Und woran, wie könnte man das ändern? Also was sind so die Stellschrauben an den Zuschauer klar, oder YouTube Algorithmus oder so? Sozusagen umstellen. Ja. Ich glaube aber generell, dass es auch gar nicht so ist, dass man jetzt nur immer alleine mit YouTube arbeiten muss. Also man kann, wenn man aber jetzt feststellt, so wie ich beispielsweise, die Art von Inhalt, die ich mache, so wie ich Zeit habe, neben dem Wahnsinn, den ich sonst noch 7 Tage die Woche rocke, der wird so nicht so kommerziell erfolgreich, dass mein Kühlschrank voll ist. Dann kann man sich ja auch dazu entscheiden, das zu machen und mit anderen Dingen den Kühlschrank voll zu machen. Als Beispiel. Und diesen Kanal dazu zu nutzen, zu sagen, hier, das ist Content, für den ich stehe und den ich gerne machen will und den ich vermisse. Und dann willst du auch automatisch die Monetarisierung ausschalten und sagen, ist mir eigentlich auch egal, ob mein Kanal erfolgreich wird oder nicht. Mir reicht es, wenn er eine bestimmte Aufmerksamkeit bekommt, damit ich damit dann drumherum meinen Kühlschrank voll machen kann. Und ja, nochmal zurück, was könnte dazu führen, dass mehr von diesen Inhalten, die du eben beschrieben hast, bei YouTube oder auch von mir aus anderen Videoplattformen auftauchen? Naja, ich glaube, andere Videoplattformen haben ja schon, also bei Vimeo ist ja, ja schon ganz anderer Content als auf YouTube unterwegs. Da fände ich es aber schön, wenn quasi die Macher noch wiederum auch mehr Beteiligungschancen bekämen sozusagen und noch mehr Möglichkeiten kriegen, Geld damit zu verdienen. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Crowdfunding-Pages, die jetzt kommen werden. Und ich glaube auch, dass sich die Webvideoproduzenten selber einfach überlegen können, wer ist denn noch ein guter Partner für mich?
der nicht automatisch jetzt gleich eine Marke ist, die, mit der ich mir dann irgendwie die Beine rasieren muss im Video oder sonst irgendwas, sondern gibt es noch irgendeine Art von öffentlich-rechtlichen NGOs oder sonst wie Leuten, die den Inhalt, den ich mache, eigentlich total gut unterstützen können, auch finanziell, womit ich jetzt nicht übermorgen der reichste Mensch auf der ganzen Welt bin, aber den Kühlschrank voll habe und tatsächlich regelmäßig guten Content produzieren kann. Das heißt, er würde stattfinden, er würde auch gesehen werden, ist vielleicht nicht der erfolgreichste Kanal dann auf YouTube, aber das ist dann genau das Gleiche vielleicht wie im Fernsehen auch. Es gibt dann halt Arte, aber es gibt eben auch RTL. Wie beurteilst du denn das Geschäftsmodell von Vice, die ja quasi eine eigene Werbeagentur haben, mit Kunden eigene Kampagnen für die Inhalte entwickeln, die sie dann auch selber produzieren und die ja Millionen mittlerweile mit tatsächlich journalistischem Content auch umsetzen? Ja, ist schlau, finde ich das. Ich weiß aber auch, dass da zum Teil Leute auch hart arbeiten müssen. Also, dass es auch sehr viel Glamour nach außen hat und nach innen dann auch einfach wirklich, das ist ein Knochenjob so. Aber das finde ich spannend, ganz ehrlich. So. Und ich glaube, es werden jetzt auch noch mehr und mehr solche Modelle entstehen. Also, dass Leute ihre eigenen Domains aufbauen, wo sie ihren Content zuerst veröffentlichen, den sie dann auch mit einem anderen TKP monetarisieren können und so. Aber auch da, wie gesagt, die werden sich zum Teil andere Partner holen, die werden auf anderen Plattformen auch noch zweitverwerten oder erstverwerten und auf YouTube zweitverwerten. Aber auch hier, wie vorher mit dem, wie arbeiten erfolgreicher YouTuber, gibt's da werden Weg, sich einzelne Leute ihren Weg suchen. Und das kommt gerade automatisch so. Und das machen nicht nur die, die Content produzieren, wo sie merken, auf YouTube reicht es nicht für den vollen Kühlschrank, sondern auch die, die es schon machen, weil sie sagen, ich will mich auch unabhängig von der Plattform positionieren oder auch da, weil sie sagen, ich will noch mehr Geld verdienen und wenn ich das noch zusätzlich auf meiner eigenen Domain mache, wenn ich noch zusätzlich noch eine andere Kooperation aufbaue, wird es noch mehr. Also ja, auch. Du hast vorhin von Regeln gesprochen, die sich Webvideo-Leute selber geben sollten. Was sind das für Regeln? Product Placement hast du angesprochen. Was schwebt dir da vor? Wie könnte man das, was schwebt dir da für eine Selbstverpflichtung vor, wie man mit Product Placement umgeht? Naja, ich glaube generell, dass wir hingehen müssen und definieren müssen, was für unterschiedliche Formen von Kooperationen gibt es denn eigentlich? Weil es ist ja nicht alles ein Product Placement, nur wenn ich mit einer Marke zusammenarbeite. Was gibt's da so? Also, es gibt die Tatsache, dass mir ein Produkt zur Verfügung gestellt wird, einfach nur so. Es gibt den Moment, dass ich sozusagen für eine Produktplatzierung bezahlt werde. Also ich bekomme das Produkt und bekomme aber auch noch, im Moment läuft es meistens über ein TKP, eine Summe XY bezahlt, um ein Video zu diesem Produkt zu machen. Dann gibt es ein klassisches Sponsor-Ding, dass man sagt, okay, beispielsweise eine Marke wie Netflix oder irgendwie sagt, wenn du sagst, dieses Video wird gesponsert von Netflix, dann gibt es noch einen Download Link für die ersten 100, die da draufklicken und danach kommt ein Cut und dann geht das normale Video los. Das ist, dann gibt es Titelpatronagen, wo Leute einfach nur sagen, ich will einfach nur wie bei der O2 Arena bei dir am YouTube-Titel stehen. Dann gibt es die Sache, dass jemand zum Beispiel bei der Gamescom den Flug bezahlt bekommt von einer Marke, aber ansonsten gar nichts mehr mit der zu tun hat. Die wollen einfach nur unbedingt, dass dieser Mensch da ist, wo wir hingehen müssen und sagen müssen, okay, lass uns mal an einen Tisch setzen und sagen, was passiert denn gerade real für Kooperation, was gibt es denn für Momente, mit denen wir schon arbeiten? Wie mit einem Anwalt könnte man das denn rechtlich einordnen und klassifiziert das auch richtig? Und dann, wie können wir es kennzeichnen? Dass wir ein einheitliches System finden, an das sich dann aber nicht nur YouTuber halten, sondern eventuell auch Facebooker und Twitterer und Instagrammer und Blogger. Aber das ist eine Utopie noch. Ich glaube, man muss einfach im kleinen Kreis anfangen und sagen, ey, guck mal, wir haben mal einen Vorschlag, lass uns mal darüber reden und jetzt auch nicht mit so einem moralischen Zeigefinger um die Ecke kommen und sagen, ey, wir sind übrigens die Geilsten, wir wissen ganz genau, wie es geht und so Messias-mäßig aufzutreten. Ich glaube, das ist Quatsch, darum geht es nicht. Aber ich glaube, langfristig ist es für alle Kreativen und aber auch für Marken das Beste, wenn wir eine einheitliche Regelung finden, die transparent ist. Aber dir geht es ja schon um so eine Kennzeichnung, einfach zu sagen, das ist hier passiert, genau, so und so. Damit ich als Zuschauer weiß, was bekomme ich hier eigentlich gerade? Ist es jetzt Werbung? Sagt der Mensch das, weil er es meint? So. Und damit wir auch ganz klar irgendwie sagen, okay, auch als Schutz für die einzelnen Leute, damit auch jeder weiß, okay, wenn ich so eine Form von Kooperation mache, wie muss ich die denn kennzeichnen, damit ich danach nicht als der große Schleichwerbemensch dastehe, der ich eigentlich nie sein wollte, weil ich aber einfach, weil es einfach keine klaren Regelungen dafür gibt. Und ich glaube, wir alle könnten nur davon gewinnen, wenn wir eine einheitliche Regelung zumindest mal versuchen zu diskutieren. Und was schweben dir noch für Regelungen vor? Also abseits von, jenseits von Kennzeichnung von irgendwelchen
Placements oder Unterstützung? Na, ich glaube, oder? Das ist jetzt erstmal das, woran wir als allererstes arbeiten müssen. Und ich hoffe, wir arbeiten halt da zusammen dran, weil wie gesagt, das ist kein klassisches YouTube-Thema für mich, sondern wenn jetzt am Weltfrauentag auf einmal alle Influencer-Frauen einen Schuhkarton fotografieren, wo bunte Blümchenschuhe drin sind und das auf Instagram posten, und zwar Sängerinnen bis hin zu Bloggerinnen und YouTuberinnen, dann kann man sich wundern und fragen, okay, das war kein Zufall. Wie wollen wir damit umgehen? Ich denke, das ist ein wichtiges Thema, zum Beispiel auch für Konferenzen wie die hier. Ja, weil hier treten auch Leute auf, ich weiß von ein, zwei, die kommen erstmal so daher wie so unabhängige Webleute. Wir haben da was entdeckt, ein interessantes Phänomen, wir erzählen euch das mal in der Stunde. Und wenn du dann dreimal nachfragst, dann stellst du irgendwie fest, aha, die arbeiten in der Agentur und die haben gerade so einen Auftrag, der in die Richtung geht. Und sozusagen, dass du, das erscheint dieser Vortrag, der ist nicht schlecht, aber der erscheint in ein bisschen anderem Licht, wo du merkst, aha, also die ist in diesem Geschäftsfeld tätig. Ihr habt eine Agenda gerade. Ihr habt eine Agenda. Genau. Und so. Ich finde es auch nicht, ich glaube halt, wenn man sich hinstellt und sagt, das ist meine Agenda, dann kann danach auch niemand kommen, oh, guck mal, da war eine heimliche Agenda. Das heißt, wenn man hingeht und eigentlich nichts zu verstecken hat, und ich finde, dass sich kein YouTuber dafür verstecken muss, wenn er kommerziell erfolgreich ist, er soll nur einfach dazu stehen. So. Und wenn wir das alle machen und sagen, ja, ich mache RTL 2 und ich mache es erfolgreich, so ist es. Ich mache Trash und ich bin stolz drauf. Das soll er machen und sich auch nicht mehr dafür entschuldigen, sondern jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, okay, lass uns aufhören, gegenseitig inhaltlich Finger zuzustecken. Jeder macht das, was er inhaltlich machen will, aber steht dazu und lass uns darüber reden und lass uns das transparent machen. Okay, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Alles Schönes Gute. Danke fürs Zugucken. Philipp Banse von der Republika für DZDP TV. Danke und auf bald. Ciao.